Show, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei heute, lieber Skation. Leute, hier der neue Skin am Rocken. Der alte Skin am Rocken. Und der neue Skin, wenn man jetzt mal genau an den Hals ran sucht, sieht man einfach, dass kein Hals existiert. Das ist auf jeden Fall nicht normal, Leute. Wenn eure Mutter keinen Hals hat, geht mit ihr auf jeden Fall zum Tierarzt. Wir werden heute zum passenden... Tierarzt. Eigentlich ist der andere... Ach, ich muss mir den Kerl auch kaufen. Scheiße. Nein. Zu spät. Der hat auch keinen Hals. Leute, wir sind auf jeden Fall heute gemeinsam wieder unterwegs und machen ein kleines Bau- und Sniper-Battle mit dem Jagdgewehr. Denn wir werden heute gemeinsam eine richtig geile Rockady bauen. Alter, sieht dieser Skin geil aus, Alter. Okay, ich würde sagen, wir gehen nach Dusty eigentlich, weil da macht die Rakete am meisten Sinn, oder, Tobi? Nein. Hä, warum das? Das ist doch so ein Berg mit Raketenstationen. Nee, in Pleasant, Digga, in Pleasant mittendrin. Aber in Tilted ist eigentlich... Wir gehen nach Tilted, komm. Nein, nach Tilted gehe ich nicht. Ja, ist ja okay, Alter. Hör auf, eine Schattenmaske hier reinzuwerfen. Thomas, Alter. Leute, herzlich willkommen hier auf der NASA-Raumstation. Heute sind wir unterwegs. Hier sehen wir rechts den Mond. Die Sonne, die strahlt mich sehr, sehr krass an. Und hier ist ja auch dann die Minecraft-Polizei. Und Tobi, es reicht. Alles Polizei. Gut, alles gut. Und heute Tobi, 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 Tobi. Alles klar. Gleis 5 Einfahrt ICE nach Köln. Gleis 5 Einfahrt ICE nach Köln. Nach Köln. Gleis 5. Gleis 5, Gleis 5. Alles klar. Geht's dem Mann gut, der die Ansagen macht? Oder muss ich mir da Sorgen machen? Ich weiß es nicht. Ey, also Leute, wir machen heute wieder ein kleines Battle gegeneinander. Ihr kennt das aus unserer Baubattle-Reihe. Und zwar machen wir heute ein Raketenbattle. Wir bauen beide eine richtig fette Rakete. Tobi, diese Seite hier ist mir. Geh du am besten direkt mal auf die andere und hör auf, mir meine Materialien wegzufahren, du Fotze. Geh mal darüber jetzt. Hallo. Verpiss dich, Alter. Komm, genau, Leute. Und wir werden heute ein kleines Battle machen mit Raketen. Und uns dann gegenseitig wegsnipen aus den Rockets hinaus. Nein. Natürlich geht es wieder darum, wer die schönste Rakete baut und nicht wer am Ende die meisten Punkte hat, so wie immer, weil es geht hier bei Fortnite nicht um Skill, sondern um das ästhetisch schönste Bauwerk. Und ist ja natürlich klar, meine Freunde, dass ihr da auf jeden Fall auf meiner Seite seid, denn ich bin der bessere Bauer von uns beiden. So. Ich will ja nicht sagen, aber die Leute Ruhe, haben immer für mich gebaut. Ruhe, das ist ja so gelogen, Alter. Du erzählst dir wieder Lügen, Alter. Du erzählst Lügen. Lügen, Alter. Lügen über Lügen. Lügen über Rügen erzählst du. Du hast nämlich gesagt, dass die Insel gar nicht in der Ostsee ist. Das sind nämlich Lügen über Rügen. Und das mag die Insel gar nicht, Tobi. Nimm's zurück. Hast du gehört? Nimm die Lügen über Rügen zurück, Tobi! Ich nehm sie zurück. Ja. Tobi, so. Welche Rakete baust du denn? Apollo Falcon Space X. Ich baue auch die von Space Vic. Nein, die baue ich. So, das sieht auf jeden Fall schon mal aus wie Cape Carnival hier. Cape Canaveral. Alter, also ich merke schon, dass meine Heavy Falcon von SpaceX viel besser aussehen wird als deine. Ja, schön, dass du... Mann, hör auf jetzt! Fick dich! Ich schieß deine Rampe kaputt, du Schatte. Ey! Hör auf jetzt! Schön überall anschießen, damit alles kaputt ist. Kleiner Witz, Alter. Mann, geh mir nicht auf den Sack. Du hast angefangen. Ich schieß deinen Schatz kaputt. Du hast angefangen. Was denn? Deine Rakete sieht aus wie ein Schatzhaufen. Du siehst aus wie ein Schatzhaufen. Ey, das nehmen wir hin. Das nehme ich so hin. Leute, was haltet ihr eigentlich von der Idee, dass Tobi sich die Postleitzahl wie Monte von seinem Kaff ins Gesicht tätowiert? Ich schwör's dir. Ja, wie viele Likes? Wenn ich innerhalb von einem Monat 1 Million Abos mache, mache ich's. Echt jetzt? Ja. Stell dir vor, dann kannst du nie wieder arbeiten. Ist mir scheißegal, aber ich habe die Postleitzahl von meinem Kaff im Gesicht. Ja, und da musst du umziehen. Ja und? Aber ich hab dann 1 Million, Alter. Mach wieder richtig geile Peak-Spots in meine Butze. Ja, meine sieht einfach nur wieder gut aus und mehr nicht. Deine sieht nicht gut aus. Davon hast du es davon. Inzwischen. Yam, 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 yam. Der schmeckt. Yam, yam, yam. Lachs mag sie ganz gern. Sie mag den Lachs gern. Ja. Sie mag Lachs gern. Aua! Bin meine Rakete runtergefallen. 1-0. Na, die Fresse, Alter. Was? Das zählt nicht. Wir sind noch in der Baumphase. Doch, das sind die Regeln. Wir sind in der Baumphase. Baum? Ich hab Bäume gebaut. Tobi, warum sieht meine Rakete aus wie ein Pimmel? Warum sieht meine aus wie eine Rakete? Naja, es geht, ne? Wenn die fertig ist, du wirst sehen, dass ich die schöne hab diesmal. Ich baue meine nochmal komplett von vorne. Nein! Komm, bau alles ab. Alles weg. Digga, die sah echt scheiße aus. Der sah halt aus wie ein Mann. Du siehst aus wie ein Mann. Ja, du nicht. Doch. Nee. Doch. Ich hab einen Bart. Ja, du nicht. Das, dein Ziegenbärtchen. Was du da Bart nennst, Alter. Ja, das nenne ich Bart Simpson. Ja. Halt die Fresse. Du blödes Stück Scheiße, ich baue jetzt deine komplette Scheiße ab. Ist nicht mal was kaputt gegangen. Doch, da ist oben was kaputt gegangen, du Blindfisch. Raus! Junge, Tobi, hör doch auf! Tobi, ich hab nur eins davon, hör auf! Geht ja gar nicht. Hä, wieso geht es nicht kaputt? Tobi, lass es bitte stehen, lass es ohne Witz stehen. Such mir ein neues. Such mir ein neues jetzt. Such mir ein neues Jumpbett jetzt, du Wichser! Ich hab auch keinen. Junge, ich komm da aber sonst nicht hoch, du Hurensohn! Such mir jetzt eins. Such mir jetzt eins. Such mir jetzt eins. Nein. Du hast
Du Stück Scheiße, du hast eins. Tja. Junge, meine ganze Rakete ist kaputt wegen dir. Nein, das ist ja gelogen. Das ist ja nicht gelogen. Wie sieht deine überhaupt aus? Sieht die schon wieder scheiße aus? Ja, die sieht aus wie ein Fettsack. Die muss auch fliegen. Nein, das ist eine russische Stradivari-Rakete. Nein, Stradivari sind keine Geigen. Stradivari-Raketen. Nein, also jeder belehrte Mensch würde wissen, dass Stradivari eigentlich nur Geigen sind. Aber naja, da bin ich wohl bei dir in der falschen Adresse. Ignition 3, 2, 1. Übersteuern, Alter. So dermaßen unnötig. Ja, war super. Inzwischen. Baby, Baby, flash mich wieder, als wärst du ein Blitz im Darm. So, beide Raketen stehen. Die sehen beide nicht so aus, als würden sie fliegen können. Meine schon. Ja, meine sieht halt aus wie ein fliegender Buttplug und deine sieht halt aus wie ein fliegender Schrotthaufen. An der Stelle, Leute, ich glaube, da haben wir beide einfach verloren. Ich würde sagen, Kenas, wir fangen jetzt trotzdem mal an. Tobi, hast du für mich einen Snipper? Nee. Gut, Leute, dann suche ich mir jetzt mal einen Sniper und dann geht das Battle schon los, Leute. Und wir fangen direkt an mit heißem Scheiß. Und zwar geben wir uns gleich jetzt mal schön die Yorkie-Wear-Headshots, meine Freunde. Dann würde ich sagen, Tobias, rein geht's ins Getummel ohne großartiges... Gefummel. Geschummel. Du bist so ein Stück Scheiße. Hey, hasse das, war, so das war ein... Halt die Fresse, was war das? Komm her. Das ist so. Du hast sogar Schild. Hab ich nicht. Du hast Schild, ich hab's. Mann, ich hab schon wieder keinen Bock mehr mit dir hier zu spielen. Du bist so ein dreckiger Bastard, Alter. Aber meine sieht viel besser aus als deine. Okay, weißt du was? Wenn es losgehen soll, dann geht's jetzt los. Es geht los. Ich hab natürlich einen weißen Skin an, Digga. Ich schwör's dir bei. Nein, der war ultra gut getarnt. Echt? Ich schwör's jetzt? Weil, ja, weil diese Stahlfläche mit diesem Blau und so. Aber. Man sieht mich aber viel, viel eher als dich. Deine Kugel ist durch mich durchgeflogen. Was? Also, ich hab's nur mindestens so gesehen. Ja, Digga, dann ist 1-1. Nö. War ein Spaß, ich schieß nicht auf dich. Nee, Digga, ich trinke mir das Schild. Nein, hör auf. Hör auf. Wieso treffe ich nicht? So, jetzt wieder Junge, her. Hör auf mit Schild. Digga, ich hab 7 HP jetzt, du Hurensohn! Hör auf, jetzt. Dich. Ja, bring mich um, es zählt trotzdem nicht. Los, bring mich um. Ja, dann Alter. Hast du jetzt wieder 100. Da hast du jetzt wieder 100. Halt die Fresse, Alter! Mann, meine Rakete ist so scheiße gebaut, ich kann damit gar nichts machen, Alter. Tja, deswegen habe ich meine sowjetische Bushputnik-Rakete gebaut. Bushputnik, also. Ich kill dich jetzt. Ich sehe dich nämlich da oben. Ja, Digga, ich kann nicht mal pieken, Alter. Das ist so dumm, wie ich es gebaut habe. Ich sehe dich da. Also, das ist auf einmal eine Stahl. Junge Tobi, ich habe mit dieser Rakete keine Chance. Ich habe einfach reingeschissen, Digga. Die ist so scheiße gebaut, ich kann nichts damit machen. Hör auf, eine Rakete kaputt zu schießen. Mach ich doch gar nicht. Machst du schon, weil ich die ganze Zeit höre, du Stück Scheiße. Gar nicht. Was? Wo kommst du denn jetzt her, du Wichser? Warst du ganz oben drauf? Ja, guck mal, meine Spitze. Skuskü. Hallo, ich wollte gerade einen Golfball in deine Scheiße schießen. Ich will dich töten. Du stirbst. 2-0. Hey, Junge, ich hab keinen Bock, Tobi. Ich kann mit dieser Rakete wirklich nichts machen, Alter. Ich hab nichts machen, Alter. Ich hab nur diese Fenster, wo ich gerade bin. Ja, Junge, ich hab, Fenster. Aber ich komm nicht mal bei mir oben ganz an die Spitze ran, Alter. Ich mach jetzt deine Rakete von unten kaputt und dann ist es wieder vorbei. Hör auf. Nein, wirklich, ich hab keinen Bock mehr. Hör auf. Hör auf, auf mich zu schießen, du Hurensohn! Dann hör auf, wenn deine Rakete kaputt ist. Ich jetzt Knie, du Geburt, Alter. Komm her. Ich kann durchgehen und gleich ein Fenster pieken, Alter. Das ist richtig behindert. Dann geh doch mal nach unten, da hast du 50.000 Fenster. Du bist doch oben. Digga, deine Rakete ist so hässlich, Alter, wirklich. Ja, es ist die Rakete hässlich, ne? Ja, sie ist halt einfach viel zu krank gebaut, Junge. Was für krank gebaut? Du hättest deine genauso bauen können. Ah. Junge, hör auf jetzt. Ich weiß nicht mal, wo du bist, Alter. Hier rechts, Mann, guck doch, links. Tobi, hab ich dich gehittet? Nein. Digga, ich geh jetzt einfach. Verlass nicht gehen. Doch, ich verlasse jetzt das Match. Nein. Ich hab keinen Bock mehr. Du bleibst jetzt hier. Nein, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Wir machen das Digga, anders. Ich kann mit dieser Witzrakete, die ich gebaut habe, nichts anfangen, du dummer Hurensohn. Geht's dir gleich? Bin ich schuld, wenn du so dumm bist. Verfick den Kopf rein oder was? Geh weg. Nein, halt die Fresse. Geh weg. Mir schafft nicht da, was du sagst. Du sollst weggehen, hab ich gesagt. Ey, du bist so ehrenlos. Du bist so ehrenlos. Nur weil du scheiße bist. Na, was anderes kannst du nicht außer zerstören und alles kaputt. Ja, mach alles kaputt, dann spielst du unfair. Ich hab das Battle eh schon gewonnen. Nee, hast du nicht? Doch, hab ich. Nein? Jetzt ist fair. Unnötig. Was für unnötig? Du baust meine Rakete ab. Hab ich nicht. Ich hab die verbessert. Dich sollte man verbessern. Nein, im Spiel, weil du nicht bauen kannst. Ja, komm, kämpf doch. Hör auf, viel Gas hinzuwerfen. Guck mal, nicht mehr da hilfst du mich, wo du unfair spielst. Ich spiele doch nicht unfair. Doch. Warum? Ja, weil du unfair spielst. Warum spiele ich unfair? Weil du unfair spielst. Warum denn? Gas. Hab ich gefragt. Guck mal, ich kann mich nicht mehr in meiner Rakete verstecken. Was kannst du? 1-0.
2-0. 3-0. Für mich. Du bist so schlecht. Es steht 3-0, halt's Maul. Guck mal, dann, du hast so viel Peaking-Spots und du hast nicht mal Fenster da drin. Hör auf jetzt, lass es. Ich mach doch gar nichts. Guck mal, du bist so schlecht. Und du schießt dein eigenes Ding hier an. Fickster. So, 4-0. 4-1, du Hurensohn. 3-1. 4-1. 3-1. 4-1! Hab ich getroffen. Ja. Warum? Digga, das kann doch nicht sein! Junge! Fick deine Mutter! Ich mache seine Schockrakete kaputt, Alter! Hör auf jetzt! Nein, ich mache das wirklich kaputt! Spiel doch jetzt mal fair! Nein, Digga, ich kann nicht! Du spielst jetzt fair! Junge, ich kann mit diesem Witz nicht gewinnen, Alter! Ich mache die jetzt kaputt und dann ist es mir egal! Du spielst jetzt fair, hör auf! Ich mach die jetzt kaputt! Ich schieß dich von der Luft weg! Ja, mach doch, versuch's doch! Wenn du mich jetzt umbringst, dann disconnect dich einfach! Hör auf, ich schieß dich tot! Ewig, ich bring dich um! So, selber schuld! Hör auf jetzt! Nein! Junge, du hast mein ganzes. Ich hab keine Treppen mehr nach oben! Ja, das bist du selber schuld jetzt! Victor. Ja, hast du auch mal getroffen. Tobi, versuch dich in meiner Rakete zurechtzufinden, es ist unmöglich. Ich spiele in deiner, du spielst in Nein, meiner. Nein, will ich nicht mehr. Jetzt kann ja, also, du hast doch gerade gesagt, ich soll mich zurechtfinden. Nein, du kommst da nicht rein. Ich komme jetzt. Ja, zu mir kommst Zeig du nicht dir mal, wie man sich zurechtfinden kann. Du schaffst es nicht, wenn ich umzubringen kann. Junge. Ich bring dich um, ich mein's ernst. Was für einen Sniper hast du? Eine Autosniper. Ja, du bist so ehrenlos. Was machst du da unten? Was machst du da? Leck Tobi, mich am Arsch, ich kann keine Treppe bauen. Du kannst mich nicht mehr einfach rampushen. Oh, Junge, wie viel steht's überhaupt? Ja, immer noch 4-0 für mich. Was? Guck mal, wie soll ich jetzt meinen Loot holen? Ja, das ist ja dann nicht, ist ja dann, also, ja, da ist eine Luft, oder? Ja, da musst du jetzt dann drüber nachdenken, was dein Problem auslösen in deinem Kopf. Hör auf, mich zu töten jetzt. Du reißt dich mit der Pickaxe an. Hör auf jetzt. Ich sag's dir einmal. Also. Lol, was? Ja, Leute, ich. Tobi, was ist das jetzt hier für ein Battle gewesen? Raketenbattle. Ja, aber wer hat gewonnen? Ich, 4-3. Nein, ich hab dich gerade voll auf getötet. Junge, warum machst du das wieder, hä? Ich hab nichts gemacht. Du hast mich abgeschossen. Junge, was hält dieses Ding aus, Alter? Hör doch halt mich doch. Jetzt geht sie kaputt. Und du bist nicht dabei. Nein. Doch, ich bin dabei. Ich sehe es von oben besser als du, Stück Scheiße. Hallo, hör auf. Hör auf! Digga, als ob du hier gelootet hast. Was bist du für ein Tryhard? Hier ist nichts. Gefickter. Ja. Ja, Leute, das war's von diesem Battle. Ich würde sagen, das ist ein feines Unentschieden. Und damit sind wir auf jeden Fall. Damit sind wir auf jeden Fall für heute durch, meine Freunde. Na, ich glaube, Tobi hat schon gewonnen, Leute. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Er hat gewonnen, aber das sage ich ihm nicht persönlich. Das wird er erst erfahren, wenn er das Video guckt. Wenn ihr mehr von diesem Kindergarten-Battle sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sind damit raus und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ich küsse eure Augen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.